So, und damit willkommen zur vorletzten Folge. Wir gehen jetzt in die Zitadelle der Ewigkeit. Ich glaube, so heißt die Map doch auch. Oh, ich kann nicht mehr gucken. Schon, ist schon vorbei. Aber uns fehlt noch ein roter Bogen mit irgendeinem Trade, der wahrscheinlich Ausdauer von den Verbündeten in der Nähe. Kritische Treffer geben Munition zurück, würde ich auch sehr, sehr gerne nehmen, muss ich echt gestehen. Wir haben eine ziemlich hohe kritische Chance, können uns auch gerne mal antappen lassen und dann einfach nur reinschießen mit dem Bogen. Und da haben wir schon den Amboss. Dann schauen wir mal, ob was wir Schönes oder Schlechtes bekommen. Was denkt ihr? Schön oder schlecht? Ziemlich gut sogar. Erhöhte Fernkampfdurchschlagskraft um 1. Das ist ziemlich nett, aber wir sind leider nicht der Huntsman. Und generieren leider keine Munition mehr. Das ist das größte Problem. Aber wir werden es trotzdem damit schaukeln jetzt. So, bereit machen zum Mon fürs Monster und für die Sackratte. Hallo, Sackratte. Habt ihr es gesehen? Der Schuss ging einfach direkt durch. Ist genial. Okay. Soll mir recht sein. Nehmen wir nochmal geteiltes Leben hier mit. Vielleicht können wir nochmal dahin und nochmal reinschießen, bevor es hier ausgeht. So viel dazu. Ah, ich habe ganz vergessen, dass wir das ja gekauft haben. Dass unser Super hier uns so ein Dingens hier wieder gibt. Okay. Erstmal die hier wegholen, dann die hier wegholen, dann über die hier. Dann warten wir hier erstmal. Ich sehe nichts, aber ich treffe. Ich treffe auch nochmal unseren Victor hier. Ulrichs Pack haben wir jetzt auch noch bekommen. Interessant, wir kriegen zwar alles, aber sonst nichts allzu Besonderes hier. Dann würde ich mich auch noch mal hier heilen. So. Oh. Die nehmen wir auf jeden Fall hier mit. Die nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir aber noch nicht alles Tolles hier bekommen, muss ich ehrlich gestehen. Schön weggeflogen. Wir holen nochmal unseren Dingens hier zurück. Mal gucken, ob die Hochratte auch wegfliegt. Das fällt einfach zusammen. Das ist in Ordnung. Es ist überall Gas. Wir rennen zu Victor. Geben ihm eine Hand. So, Bombe liegt da. Das ist ganz gut. Ach, guck mal, wie viel Boni wir hier unten haben. Ich kann jetzt hier einfach erstmal durchziehen. Und jetzt aber wieder zurück. Jetzt möchte ich nicht zu lange hier drin stehen. Noch ist unser Dings hier nicht wieder da. Ein bisschen aufpassen hier. Wir trinken einfach mal. Ist in Ordnung. Okay. Jetzt ist unser Dingens wieder da. Dann starten wir auch mal direkt. Und laufen mal direkt hier hoch, am besten. Glaube ich, mit die beste Strategie, die wir haben können. Ja. Gute Idee. Jo. So, wir versuchen mal, die hier ein bisschen generell wegzuholen. Was sich da von hinten anschleicht. Der ist leider verloren, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir sind auch verloren, leider.
Wir können noch mal für ein paar Sekunden überleben, aber das war's schon. Ja, wir haben auch den Banner-Dingens hier bekommen. Das ist halt ein bisschen blöde. Jetzt sind wir weg. Ja, mit den Bannern ist immer schrecklich. Für die Banner brauchen wir eigentlich... Also, ist empfehlenswert, immer einen Bomb-Potion zu haben. Ich werde in der Zukunft jetzt auch mal darauf achten, dass ich versuche, irgendwie an einen zu kommen. Mit ein paar... Ja, wenn man sich mit denen absprechen würde, würde es wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren. Aber trotzdem, jetzt am Ende hatten wir ziemlich lustige Segen gehabt. Haben hier ziemlich gut aufgeräumt. War nicht umwerfend wie in anderen Folgen, aber war trotzdem ziemlich spaßig. Und ja, wir müssen jetzt mal abwarten, dass wir, also darauf achten, dass wir generell jetzt mal bei Chaos Wastes irgendwie an den Bomben-Potion rankommen und den auch dazu nutzen, um die Fleckbeaver dann loszuwerden. Können wir ignorieren, wenn es in der letzten Mission nur noch Chaos und hier Skaven gibt, aber es ist einfach so oft, dass wir hier mit den gegen die Tiermenschen kämpfen in letzter Zeit. Naja, wie gesagt, Bomben-Potion ab jetzt immer angeln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.